Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von Kai Labs und ich spreche heute über Schema Lite. Wie ihr ja wisst, habe ich mir vor kurzem das Complete 15 Select Electronic Bundle zugelegt von Native Instruments und ich hatte ja schon mal den Massive X hier im Video und heute eben Schema Lite. Und ich kann jetzt schon mal vorneweg sagen, bevor ich überhaupt hier richtig einsteige, das Teil, das ist wirklich genial. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das Beste, was in diesem ganzen Bundle mit drin gesteckt hat. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber für mich ist das wirklich eine richtig coole Geschichte. Was ist denn eigentlich Schema Lite? Schema Lite ist auf der einen Seite ein Sample-Instrument, das verschiedene Loops abspielt. Und auf der anderen Seite, was heißt verschiedene Loops? Also es hat vier verschiedene Ebenen, auf denen es Loops abspielt. Diese Loops werden aber aufgeteilt in bis zu 16 Schritte und dann eben gibt es einen Sequencer für jede einzelne Ebene und dieser Sequencer kann dann in verschiedenster Art und Weise angepasst und eingestellt werden und dann kann man auch noch tatsächlich, während man spielt, unterschiedliche Sequencer-Portionen für unterschiedliche Ebenen einstellen, was die Sache natürlich sehr, sehr versatil macht. Also insofern ein richtig tolles Teil. Und wir können uns mal verschiedene Presets hier anhören. Das ist ja der sozusagen der ganz am Anfang, Schema Lite. Sondern hier. Ja, klingt gut, ne? Und das kann man tatsächlich auch spielen. So, und da habt ihr schon eine Sache gesehen. Ihr könnt also sowohl Tonart als auch die Tonleiter einstellen. Und das passt dann entsprechend zu euren Projekten, was die Sache wirklich richtig gut macht erst. Ja. Also ich meine, stellt euch vor, ihr müsstet euch an das Tool anpassen. Das müsst ihr nicht, sondern das Tool passt sich an euch an. Ihr seht, hier unten gibt es so ein paar Makro-Einstellungen, die ihr benutzen könnt, wenn ihr das Teil spielt. Es gibt auch dieses Layer-Teil hier. Und wie ihr seht, werden dann immer weitere Layers dann mit dazu eingestellt. Und dann habt ihr am Ende, wenn ihr das Ganze aufdreht, eben alle Layers, was natürlich viel stärker ist. Ja, aber ihr könnt auf diese Art und Weise natürlich so Transitions machen, also Übergänge und solche Sachen. Ja. Also wirklich hat Hand und Fuß dieses ganze Teil, kann ich jetzt schon mal sagen. So, dann habt ihr eben hier, wie ihr seht, über 200 Presets. Na, holen wir jetzt einfach mal irgendwas hier. Okay, Frozen Harp klingt auch noch ganz gut. Dann Fragile Play. Also die Presets lassen sich sehr gut anhören, kann man sehr viel mitmachen und kann man seinen Spaß mit haben. So mehr als man erwartet. Thank you.
Also da würde ich jetzt sagen, da hätte ich jetzt mehr erwartet an dieser Stelle, aber nur weil es diesen Namen gehabt hat. Ein Meltdown, also ein herunterschmelzendes Piano. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass man hier immer eine Sequenz hat. Du kannst sie zu Ende spielen, du musst sie nicht zu Ende spielen. Ja, dann, wie gesagt, wir haben hier vier verschiedene Ebenen und wir können das Ganze auch übrigens zufällig steuern. Also das heißt, wir können hier so ein paar Dinge, ne, machen lassen, einfach so, und dann wählt er die entsprechenden Loops aus, er wählt die entsprechenden Muster aus. Und das sieht natürlich recht spannend auch aus, wobei das von der Erklärung her, jedes dieser Viertel steht eben für eine der vier Ebenen. Sondern wenn eine Ebene nicht gespielt wird, wie hier zum Beispiel die Ebene, hier die gelbe und die grüne und die blaue, dann wird sie halt nur grau dargestellt. Und hier wird also dann nur die rote gespielt und hier werden dann nur die blaue und die grüne, aber nicht die rote und die gelbe und so weiter gespielt. Ja. Ja, also kann man gut nachvollziehen. Du stellst aber nichts hier direkt ein. Ne? Also da passiert gar nichts, wenn du darauf rumklickst. Du hast aber hier zahlreiche Möglichkeiten. Also hier hast du einmal die Möglichkeit, durch verschiedene Loops durchzuklicken mit der rechts-links, mit dem rechts-links-Pfeil. Aber du kannst auch hier auf dieses Vergrößerungsglas gehen und da hast du dann die direkte Auswahl von über 300 verschiedenen Sample-Loops. Und da muss man dann halt sehen, was man dann haben möchte. Ne? Kann man auch mal. Man kann auch jederzeit immer die anderen abschalten. Okay, jetzt kommt gar nichts mehr. Warum nicht? Soft Overload. Habe ich den hier auch abgeschaltet? Nee. Da passiert jetzt offensichtlich gar nichts. War wahrscheinlich einfach der falsche Loop an der Stelle. Ja, wenn man jetzt hier mal durchgeht. So, Belmorph. So, und hier drüben kannst du eben diese Muster einstellen, also aus Presets auswählen. Musst du aber nicht, weil du kannst nämlich hergehen, also ich schalte die anderen mal wieder ein. Du kannst nämlich hier auf diese Viertel draufklicken und da siehst du, hast du dann hier also die volle Kontrolle über das, was im Sequencer abläuft. So, und hier haben wir dann tatsächlich die verschiedenen Stückchen oder Slices, ja, von der Loop, die hier hinterlegt ist. Und du siehst, die werden hier nacheinander abgespielt, aber du kannst die auch ändern. So, warte mal, kann man ein bisschen ändern, sodass das immer der nächste ist. So ist das, glaube ich. Warte mal so. Wenn ich den jetzt einstelle, genau, dann geht es zum nächsten und so weiter. Und ich höre eigentlich auch was, aber es ist relativ leise. Das liegt aber vielleicht auch an anderen Einstellungen, die ich jetzt noch nicht so sehe. Sondern gibt es auch noch die Möglichkeiten, Fragezeichen, also im Grunde genommen Zufalls. Teil hier auszuwählen. So, also das sind die Stücke von der Loop oder ja, also abgeschnittenen Stücke von dem der Schleife, die da drin steckt. Und dann hast du hier Cut-Off.
Und da siehst du, ist jetzt hier Low Pass und sowas. Und da kannst du bei jedem einzelnen Schritt für diese Ebene jeweils. Einstellen, was dann also der Cutoff ist, ja. Und diese Pfeile hier sind für diese Makros hier unten gedacht, ja. Also befinden uns jetzt hier im Filterbereich. So, und wenn du das hier drehst, warte mal so, ja, dann kannst du hier eine Varianz einstellen und die wird dann über die Filter also über diesen Regler hier eingestellt. Das sieht man jetzt nicht, aber ja, ist also nicht animiert. Aber das ist quasi das, wie der Zusammenhang ist für diese weißen Teile. So, dann gibt es hier, wie du siehst, diesen Slur-Button. Ja, das ist, um Übergänge möglichst aneinander anzupassen. Ne? Also, wenn die Dinge zu hart sind, dann wird da quasi ein Übergang geschaffen, sodass es also nicht zu abgehackt klingt. Sondern hast du hier ein Decay, also klar, ne, wie lang das im Grunde genommen nachklingt. Und die sind alle jetzt auf relativ lang eingestellt. Und das hängt hier auch wieder mit diesem Makroregler zusammen. Da kannst du also dann eine Varianz einstellen, wie du siehst, ja. Die dann hier über diesen Tails-Bereich geregelt wird. So, und dann gibt es als nächstes Volume, das steht unter Gates, aber es ist tatsächlich einfach die Lautstärke. Ich weiß nicht, warum das jetzt unter, naja, gut, man kann es unter Gate, ja, ablegen. Ja, so, und dann gibt es noch als nächstes einen Pitch-Bereich, also wo du dann die Tonhöhe einstellst, und der Pitch-Bereich leitet sich dann jeweils also der bezieht sich dann auf die Tonleiter und die Tonart, die du gewählt hast. Ne? Also wenn C der Grundton ist und du jetzt sagst, okay, ich will hier, was weiß ich, eine Pentatonic, dann werden viele Töne einfach gleich gespielt. Ne? So nach dem Motto, ja, C Pentatonic. Warte mal. Vielleicht mal den bisschen ändern, was anderes. Aber du kannst eben hier auch Presets auswählen, was natürlich auch nicht unspannend ist. Ja, also da hast du da wirklich viele Möglichkeiten. Hier übrigens auch immer jeweils dann entsprechende Presets, habe ich nicht darauf hingewiesen. Macht natürlich Sinn, dann solche auszuwählen. Also das lässt sich hier alles einstellen. Kannst du also alles regeln. Also hier auch übrigens natürlich nicht vergessen, es gibt hin und wieder auch das Thema Resonanz. Also insbesondere halt jetzt hier bei dem Cutoff. So, das gibt's. Dann gibt es pro Ebene hier diese Sends. Also da sind zwei Effekte hinterlegt. Die kannst du aber auswählen. Da sind unterschiedliche Effekte, die man tatsächlich nutzen kann. Aber sagen wir mal so, es ist überschaubar, die Auswahl an der Stelle. Und die sind dann eben auch hier zu sehen, wie du siehst. Da kannst du also nochmal extra einstellen für das Gesamtwerk, was du da hast.
Ja, das ist also dann dieser Teil. Gut, dann kommen wir zu dem Mix. Da kannst du natürlich also die einzelnen Lautstärke von jeder Ebene bestimmen und natürlich auch das Panning, ne? Du kannst also sagen, okay, ich will es ein bisschen verteilen. Da wird es dann alles ein bisschen breiter an der Stelle. So, dann gibt es eine weitere Sache, die, also das hier sind übrigens diese Effekte, ne? Da hast du also hier die Möglichkeit, ne, von insgesamt 6 Effekten zu wählen. Und meistens sind diese hier eingestellt. Also jedenfalls, soweit ich das gesehen habe. Der Convolution Reverb hat natürlich dann auch wieder ein paar Presets. Da muss man immer schauen, was gibt es da und inwieweit ist das für mich eine gute Sache oder nicht. Also für mein Stück. Und dann gibt es hier noch diese Tastatur. Das ist im Grunde genommen es zeigt eben auf, wie du eine bestimmte Schicht auswählen kannst oder eine bestimmte Ebene auswählen kannst und dann für diese Ebene ein hinterlegtes Pattern. Ja? Also nochmal vielleicht zurück zu diesem Pattern hier. Du siehst, dass du hier die Möglichkeit hast, hier zum Beispiel sowas, ja, und hier und hier, jetzt haben wir dann 3 unterschiedliche. So, jetzt gehen wir dann hier nochmal her. Da müssen wir ein bisschen tiefer gehen, soweit ich das sehe, damit wir da hinkommen. Ja. Genau. Also jetzt kann ich den auswählen, wie du siehst du jetzt nur hier. Hier habe ich ihn ausgewählt, ich kann auch den auswählen. Ja? Also der ist jetzt ausgewählt. Und dann kann ich eben unterschiedliche hinterlegte Muster. Und dann kann ich auch dafür bestimmen, ob das vorwärts oder rückwärts gespielt werden soll. So, und dann gibt es natürlich diese Taste hier, da fragt man sich, also diese Option hier, da fragt man sich, wozu hat man die? Und wirst du gleich sehen, ich habe sie jetzt aktiviert. Dann wähle ich mir also eine Ebene aus und sage, okay, jetzt kommt dazu, nee, warte mal, eine Ebene aus. So, und dann siehst du, aha, plötzlich kann ich zwischen den verschiedenen Editor-Seiten hin und her schalten. Und eventuell da auch Dinge vielleicht noch verändern. Ja, da sieht man einfach dann, was man da tut, während man spielt. Ist, glaube ich, nicht ganz sinnfrei an der Stelle. Ja, das war es eigentlich auch fast schon wieder. Also, was ich auf jeden Fall dir raten würde, wenn du dieses Werkzeug hast, probier einfach oft mit diesen Geschichten zu arbeiten, da kommt unheimlich viel bei rum. Wenn du natürlich sehr gezielt Sounds entwickeln möchtest, musst du natürlich anders arbeiten. So, jetzt bin ich zu tief. Ja, also da kommen Dinge heraus, an die man selber vielleicht gar nicht so denken würde. Und jetzt, wo das mit dem neuen Kontakt ja so relativ einfach ist, die Dinge so ein Stück weit, ja, wie soll man sagen, zu kombinieren, ne, würde ich jetzt zum Beispiel auch vorschlagen, dass du so etwas nutzt wie Playbox, weil die sind eigentlich von der Machart ähnlich. So, dann nehmen wir hier zum Beispiel das hier. Und dann musst du nur darauf achten, dass die
beiden Tonarten übereinstimmen. Ja? Also da wäre jetzt dann eben Moll schon eine gute Wahl. So. Und wenn man jetzt dann hergeht, muss man natürlich die richtige Tonhöhe spielen, um von dem Playbox die Akkorde spielen zu können. Und da kann man ja bei der Playbox auch sagen, hey, ich will das gerne, ich möchte hier gerne die Tonart festhaben. Und dann kann man hier, ich glaube, ja genau, kann man hier also Verschiedenes ausprobieren. Ne? Also wie ihr seht, wirklich ein sehr schönes Werkzeug. Für mich wahrscheinlich das Beste in dem ganzen Bundle. Aber ich probiere noch ein paar andere aus. Also insofern haben wir dann noch die Gelegenheit. Ich werde vielleicht auch noch mal tiefer eintauchen und ein Schema Light kurz erklärt Video drehen, weil da doch so viele verschiedene Möglichkeiten zum Einstellen sind und man das am Anfang gar nicht so überblicken kann. Also es geht wirklich sehr, sehr tief rein, aber man könnte sagen, nicht kompliziert. Also es ist alles sehr leicht nachvollziehbar, welche Aktion was dann am Ende am Ton ändert. Und ihr wisst, ich mag solche Benutzerschnittstellen, weil ich finde es immer blöd, wenn man dann mehr oder weniger mutmaßen muss, was passiert, ja, und am besten schon vorher viel weiß und dann noch die Anleitung liest und was weiß ich was alles, ja. Das ist bei diesem Teil, nun ja, also ich würde die Anleitung schon hin und wieder mal aufrufen, kann nicht schaden. Aber im Regelfall sind diese Sachen relativ einfach. Eine Sache würde ich gern vielleicht noch mal kurz ansprechen. Und zwar seht ihr hier im Playback-Bereich, dass ihr für dieses Thema Rest, also das heißt die Töne, die hier ausgelassen sind, ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Gibt es nämlich einmal hier den Play-Bereich oder das Thema Play, dann wird also eine Pause gespielt. Oder es wird übersprungen, was dann im Grunde genommen zu einer schnelleren Abfolge dieser Töne führt, ohne die anderen zu benutzen. Und wenn du aber Play machst, hast du eben die Möglichkeit, einen Rhythmus zu schaffen. Ja. So, und dann gibt es hier eben auch noch andere Sachen wie, ne, die Samples vorwärts oder rückwärts abspielen zu lassen. Dann gibt es die Möglichkeit, die Spielrichtung, aber das haben wir ja gesehen, in diesem Sequencer hier einzustellen. Und dann gibt es eine Sache noch, die ist auch sehr spannend, die sollte man auch wissen. Es gibt einmal Double Time und Half Time. Das heißt, dann wird das hier, wenn man das hier mal so kurz, das ist normal. Jetzt Halftime, also halb so. Also insgesamt dauert es dann wesentlich länger. Und wenn du das dann mit den anderen kombinierst, da kommt schon also richtig was rum und ihr könnt eben auch hier unten bei den Presets
eben entsprechend hier die Würfel einsetzen und damit arbeiten. Da kommt auf jeden Fall viel Freude rüber und das wünsche ich euch auch weiterhin beim Zuschauen bei meinen Videos. Und ja, Schema Lite ist ein tolles Teil. Ich hätte es nie für 149 € gekauft, muss ich auch zugeben. Aber ich kann verstehen, warum man dafür 149 € nehmen möchte, weil es eben doch sehr viele Möglichkeiten bietet. Aber innerhalb dieses Bundles hat es mir dann wesentlich besser gefallen, weil ich für das Bundle gemäß Milchmädchenrechnung ja am Ende nur 25 € bezahlt habe. Okay, also, ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen Videos und tschüss.